Es wurde noch die Frage gestellt, nicht alle waren heute da bei der Frage-Antwort-Zeit. Es wurde die Frage gestellt, was ist die Taufe im Heiligen Geist, was ist das Zungensprechen überhaupt? Apostelgeschichte 2 sagt, wenn der Heilige Geist auf dich gekommen ist, werdet ihr meine Jünger sein. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Jünger sein. Und als der Heilige Geist gekommen ist, wie in einer Taube, mit Feuerzungen, setzte sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. 1. Korinther 12 sagt, wenn wir in neuen Sprachen sprechen, erbauen wir uns selber. Also du brauchst es. Diese Kraft des Heiligen Geistes brauchen wir als neutestamentliche Gläubige. Und Jesus sagt, Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wer von euch ist ein Gläubiger? Es gibt ein Zeichen, der dir folgt, laut Jesus. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, nämlich sie werden in neuen Sprachen reden. Ist nicht meine Idee. Nicht unsere Team-Idee, es ist Jesu-Idee. Deswegen bringen wir es hier. Ja? Und Jesu-Idee ist auch, dass wir Wassergetauft erleben, Geistestaufe erleben. Und so ist es mit der Taufe im Heiligen Geist, also mit dem Zungensprechen. Das heißt, wir reden in neuen Sprachen. Grundsätzlich versteht es erstmal niemand. Im Geist reden wir Geheimnisse. Der Heilige Geist betet stellvertretend im Himmel für uns. Und er betet perfekt. Er kennt genau die Wurzel von jedem Problem. Er ist der beste Fürbitter. Und so sagt Paulus, ich rede im Verstand, aber auch in Zungen die ganze Zeit. Kannst du das immer wechseln. So mache ich es. Wenn ich mit dem Auto fahre, ich fange an, in Zungen zu beten, dann fällt mir irgendwas ein vom Heiligen Geist, dann bete ich es in Deutsch durch, ein paar Sekunden, wieder zurück in Zungen. Das ist eine richtig gute Gebetszeit. Ja? Nutz die Zeit in der Dusche, wo du alleine bist, im Auto alleine, im Kochen alleine, egal wo du bist, nutz die Zeit. Das Gute ist beim Zungensprache, der Verstand ist fruchtleer, sagt das Wort, also arbeitet nicht. Du kannst also jemand vorne zuhören, vielleicht nicht heute, zuhören und gleichzeitig in Zungen sprechen. Ja? Habe ich oft in der Schule gemacht, wenn es langweilig wurde, habe ich doch innerlich in Zungen gebetet. Genau. Ich möchte dich ermutigen, wenn du die Taufe im Heiligen Geist bekommen hast, die Zungensprache bekommen hast, das waren viele in diesen Tagen, mach es bitte, lass es dir nicht rauben, üb es zu Hause, ja? Mach es, bau es auf, es ist wie eine Sprache sprechen, erst kommen ein paar Silben, dann kommt ein bisschen mehr. So wie die Kinder halt anfangen, ja. Und dann wird es mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann gibt es die zweite Ebene, die Geistesgabe, wo Menschen mit Auslegung plötzlich in der Gemeinde es auslegen können. Und dann ist es auf der Ebene wie Prophetie. Zungensprache plus Auslegung ist gleichgesetzt wie Prophetie in diesem Moment. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Aber was ich euch ermutigen will, nutzt diese Sache. Das ist was Wichtiges und was Gutes. Wir brauchen es, weil Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Halleluja.